Hallo und herzlich willkommen vor dem Theater Erfurt. Ich bin Frieda Opernmaus und zeige euch heute mein Opernhaus. Das letzte Mal waren wir zusammen auf der großen Bühne. Und heute geht's woanders hin. In das Werkstattgebäude. Alle hinterhergekommen? Hier sind wir jetzt in der Kostümwerkstatt. Ihr wisst ja, wenn man in einer Oper in eine Rolle schlüpft, braucht man natürlich auch Kostüme. Die denkt sich die Kostümbildnerin oder der Kostümbildner aus. Jedes einzelne Kostüm wird aufgemalt und das heißt dann Figurine. Nach dieser Vorlage werden Stoffe ausgesucht und Zuschnitte angefertigt und zusammengenäht. Bei uns sind nämlich alle Kostüme maßgeschneidert. Ihr wisst ja, es gibt ganz unterschiedliche Sänger. Es gibt große Sänger, nicht so große Sänger, dünne Sänger, nicht so dünne Sänger. Oh, da ist doch noch eine Nadel. Und am Ende muss das Kostüm ja perfekt sitzen. Den Schrei kenne ich doch. Oh, der ist aber schick. Toller Mantel. Und der linke Arm. Die Ärmel müssen raus hier. Ja. Frieda, was machst du denn hier? Julian, die Frage ist, was du hier machst. Ich gebe nämlich gerade eine Führung und du schreist mir dazwischen. Schon wieder. Ach so, das wusste ich nicht. Tut mir leid, Frieda. Aber als Opernsänger muss ich nun mal meine Kostüme anprobieren. Und mich sticht hier noch irgendwo eine Nadel. Lass mal gucken. Ah ja, da müssen wir dir das noch ein bisschen schmaler nähen. Du hast ein bisschen abgenommen. Oh, okay. Ich habe abgenommen. Sag mal, Julian, ja. Was probierst du denn da an? Oh, das ist das Kostüm, das ich in der Oper Die Hochzeit des Figaro von Mozart tragen soll. Da sind ja überall Noten drauf. Ja. Warum das denn? Weil ich einen ba, 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 Musiklehrer spielen soll. Das ist ja pfiffig. Sag mal, Julian, hast du denn auch ein Lieblingskostüm? Ein Lieblingskostüm? Ja. Einmal durfte ich Caruso, den Hahn im Korb, spielen. Nämlich bei Pettersson und Findus auf dem Domplatz. Da hattest du ja knallrote Haare. Hast du die extra dafür angemalt? Gefärbt? Nein, das ist eine Perücke. Die ziehe ich über meine echten Haare drüber. Ich weiß, wo die hergestellt werden. Meine Haare? Nee, die Perücken. Ach so. In der Maskenwerkstatt. Stimmt. Frieda, soll ich dich mit rübernehmen? Ja. Komm. Hier lasse ich mich immer frisieren. Von wem denn? Von Bommel natürlich. Sollen wir mal gucken, ob sie da ist? Ja, Bommel! Hallo Bommel. Hallo Frieda. Was machst du denn da? Ich knüpfe eine Perücke. Ach ja, stimmt. Das Tätigkeitsfeld des Maskenbildners beinhaltet nämlich nicht nur das Erstellen von Masken und das Auftragen von Bühnenschminke auf die Gesichter der Opernsängerinnen und Opernsänger, sondern vor allem und insbesondere auch das Knüpfen und Frisieren von Perücken. Weißt du, Bommel, ich gebe nämlich gerade eine Führung. Magst du unserem Publikum mal erklären, wie das geht? Das Knüpfen? Ja, genau. Als allererstes brauche ich einen Kopf, auf dem ich knüpfen kann. Auf dem wird dann eine Montur angebracht. Die ist aus Tüll, das ist ein netzähnlicher Stoff mit ganz vielen kleinen Löchern. Und dann brauche ich natürlich Haare. Damit die Perücke möglichst lebendig aussieht, verwende ich nicht nur eine, sondern mehrere Haarfarben.
Die mische ich dann so zusammen, dass die Perücke am Ende ganz natürlich aussieht. Für das Knüpfen brauche ich eine Knüpfnadel. Mit der mache ich aus ein oder zwei Haaren eine Schlaufe. Ziehe sie durch die Löcher im Tüll und verknote sie miteinander. Wenn eine Perücke fertig ist, habe ich ungefähr 100.000 Haare miteinander verknotet. Boah, das dauert ja dann bestimmt ewig, bis so eine Perücke fertig ist. Ewig nicht, aber ungefähr eine Woche, ungefähr 40 Stunden dauert es schon. Ist das echtes Haar? Das ist echtes Haar. Ein echtes Haar lässt sich gut umformen. Es ist hitzebeständig und wir können das glätten und locken, so wie wir das gerade brauchen. Sag mal, Bommel, unsere Kostüme sind ja alle maßgeschneidert. Sind die Perücken auch maßgeschneidert? Die Perücken sind sozusagen auf den Köpfen der Darsteller geknüpft worden. Auf die Köpfe geknüpft? Hm. Julian, musst du dann die ganze Zeit hier sitzen, wenn die Bommel eine Perücke für dich macht? Nein, Frieda. Ich muss nicht jedes Mal meinen Kopf hinhalten. Dafür gibt es den hier. Das ist ganz genau mein Kopf. Natürlich ohne Haare. Aber dafür ist hier mein Haaransatz aufgezeichnet. Der markiert ganz genau, wo auf meinem echten Kopf meine echten Haare anfangen. Und auf dem knüpft Bommel dann die Perücken für mich. Also ich würde dich ja schon gern mal mit so einer richtig feschen Frise sehen. Bommel? Oh ja! Das ist mir jetzt doch irgendwie zu schrill. Das sieht aus, als hättest du einen Vogel. Nächste bitte! Oh, wie gruselig! Da kriegen meine Zuschauer ja Angst. Nächste bitte! Ih, der ist mir viel zu blau. Eine andere bitte, Bommel. Also ja, ich weiß nicht, Julian. Das wirkt alles etwas kühl. Eine andere bitte. Ja, die ist es. Oh, eine richtig fesche Frise. Aber da fehlt doch noch was. Tada! Frieda, du darfst mir einen Bart aussuchen. Den da. Nein, falsch. Weiter oben? Nein, doch nicht. Weiter unten? Links, rechts, Mitte, andere Seite, zwei. Den da. Eine gute Wahl. Ist das Uhu? Nein, Frieda. Das ist ein spezieller Kleber, den man sich ins Gesicht schmieren kann. Liebe Kinder, bitte nicht zu Hause nachmachen. Hey, hopp, hallo! Ich bin der Piratenkapitän unseres Theaterschiffs und das ist Frieda, mein treuer Papagei. Pieps! Und Captain Julian, wie sehe ich aus? Rattenscharf. Das war eine haarige Angelegenheit heute, ne? Ja, aber dafür haben wir alles haar genau erklärt. Schön, dass ihr dabei wart. Auf Wiedersehen und hasta la vista! Arrivederci! Sag das bitte nicht.